Moment, ich suche mir irgendeinen guten Platz, wo ich stehen kann. Ihr könnt mich mal. Lol, ich dachte hier. Ja. Oder wir. Cool. Krieger. Egal, nicht aus. Autsch. Der eine Kerl kann sich aber hier durch die Wand durchschlagen. Das ist auch voll unfair von dem. Hey. Ich bin ja hier. Nur fair. Nein, jetzt hat er Minen ausgelöst. So ein Frechdachs. Alter, wie die mich immer in Ecken drängen, ne? Okay, so, von der anderen Seite und Zeitlimit. Wir brauchen 4 Blöcke. 3 haben wir standardmäßig. Ja, ich hol mir noch einen. Okay. Hier kommen 2 da raus, da kommen Viecher raus. Wie machen wir das? Gehst du auf das Stalker? Ja. Könnte ich auch, weil ich habe mittlerweile zwei Waffen, die gut Schaden machen, aber. Okay, dann mache ich hier den anderen Kram. Nee, dann muss ich dir helfen. Ich muss nicht, aber es macht Sinn. Dann brauche ich hier auf jeden Fall noch einen Kanonenturm oder so. Ich würde irgendwie da unten gerne einen Raketenturm hinsetzen. Ach, Minen. Ach, wenn man Zeit nimmt. 60 für Kanonenturm. Dankeschön. Naja, passt. I'm on my way. Gut. Dann Soaker dürfte ich glaube ich okay, alleine kommen. Ready. Ich weiß nicht. Okay, schaffe ich niemals in dem alleine. Ja, der Kerl schlägt mich durch die Wand, meine Fresse. Einfach, da ist es auch schwer raus. Also. Okay. Du hast nur den einen da oben klar. Welcher eine? Der bei dir. Gewesen da sogar nur, ja. Ach, der ist da unten, glaube ich, der ein Kerl. Soaker. So, einmal schön vergiften. Kein Zeug. Und der Kern ist sogar wieder in Ordnung, immer noch. Links wird einfacher. Ich schiebe Leichenteil durch die Gegend. Links wird einfacher, ja, ist das nicht. Ja, stimmt. Nur 3. Kommt noch ein Ding platzieren, wenn ihr einen frei habt. Dürftet ihr. Damit haben wir alle Blöcke gesetzt, die wir setzen konnten, so. Das heißt, ich platziere jetzt hier eine Gatling? Oh ja, mach du mal. Also, machen wir noch einen zweiten Fokus. Ne, haben wir schon alle Blöcke ausgegeben. Kurz Moment. Der Fokus hat letzte Welle 487.000 K Schaden gemacht. Was? 1000 K nicht, nee. Aber ja, 500.000. Ja. Vielleicht hat's die. Ah. Die Gauss ist. Ja. Der kommt auf jeden Fall auf die letzte Welle. Ich nehme mal hier hinten den Block weg.
Okay. Das ist mir doch zu übel. Verstehe ich gar nicht. Kriegen wir nur nicht voll hoch. Kann man nicht so ein paar Minen verkaufen? Nein. Also ich bin ja ganz ungern alleine, weil ich habe keinen Phönix. Gut, dann gehst du mit Simon hier hin und dann gehe ich rüber oder so. Jo. Und verkacke ganz dreist, aber... Wollen wir es eigentlich hier anders machen sollten? Ja. Genau, du alleine hier und dann beide drüben. Was, wie? Ich allein hier rüber. Du allein links, ja. Das meinte ich eigentlich. Okay. Obwohl ursprünglich würde es am meisten sein, wenn du alleine hier links wärst. Außerdem mit Tatsache, weil du Tank bist, aber... Egal. Mach mal so rum, gut. Gut. War nur ein Gedankengang, aber... Ja. Hi. Abklatschen. Hi. Und so, weiter geht's. Ein bisschen tanken tue ich hier auch. We've got work to do. Du hast let's get going gesagt. Nein, we've got work to do. Das ist nicht synchron. Hallo. Alter, wenn der da rauf... Wäre doch nice. Das wäre etwas brutal. Nice. Und jetzt wieder zu sterben. Alter, wieso können die mich durch die Wand nach oben hin schlagen? Oh, kaputt. Nein, ich darf nicht sterben. Nein. Dankeschön. Gerettet. Set Limit. Und letzte Welle. Kannst du einen Block bei dir noch setzen, wenn du willst? Die Minen. Ja. Also letzte Runde hatten die Fokus ganz wenig Schaden gemacht. 38k. Gut, lag wahrscheinlich am Soaker. Aber die Gauss haben auch nicht viel mehr gemacht. 40k. Aber die Gauss könnten wir eigentlich auch noch aufwerten. Gut, ich nehme die linke. Ja, ich stopfe ein bisschen rein. Beschwert sich so darüber, dass hier. Da bist du noch 50 rein. Schrägen dran sind. Ja, ich bin unterwegs. Hier. Ja, dann könnte man eine auf drei machen. Oder, ja, machen wir 10 Sekunden, wohl kaum. Ich weiß nicht, wie eure Seite aussieht und so, sieht relativ gut aus. Wo ist der Blocker, den Block, den ich hier platziert habe gerade? Wer hat sie wieder abgebaut, Simon? War nicht dafür gedacht. Da. Den habe ich da gerade hingestellt. Ach komm, jetzt bin ich wieder alleine. Ich komme ja schon. Ich konzentriere mich auf Soaker. Ja. Wieder den Soaker, den können wir den Fokus überlassen. Okay. Das stört ihn ja nicht. Na, das ist der Soaker. Es ist nicht der Soaker. Oh. Das sind Läufer von drüben. Gib mir wirklich das ist jetzt Mühe, das aber. Alter, 120 Schaden. Kommt noch ein Krieger. Sehr dramatisch Wandler, der Wehrpflichtige hier. Soll ich lieber die Abweichung nicht aufrufen, wenn ich die vergibt? Ja. Sieg! Und wir sind alle noch. Ja, das ist super. Yeah, ich bin Level 15, wer hat das gedacht? Wir sind wahrscheinlich jetzt halb auf 16, oder? Viertel. Ja. So viel Schaden. Alter, habe ich wenig Schaden gemacht. Warum? Ich habe eigentlich gut ge... Egal, ich werde immer schlechter in dem Spiel. Okay.
Irgendwann so, ist nur noch ein Pixel breit. Ja. Ist wirklich so, ich müsste eigentlich einen anderen Charakter spielen, aber... Ne, die beiden einfachen Charaktere habt ihr eigentlich praktisch genommen. Hey, Charlotte ist echt nicht einfach. Ja. Ja, aber Charlotte ist, ne... Ich hab die anfangs nicht gespielt, weil ich nicht wusste, dass man den Schuss aufladen kann. So macht die wenigstens Schaden. Ist stark, wenn man hier umzugehen weiß, ja. Du kannst halt nur alle 2 Sekunden schießen. Und wenn du den nicht triffst, dann hast du keinen Schadensaufbruch. Naja. So. Demo ist natürlich eigentlich an sich wirklich auch sehr gut. Aber halt wirklich, ne? Du hast im Prinzip nur so ein paar Schuss und musst Schwachstellen treffen. Hm. Dann machst du auch echt viel Schaden, aber das ist teilweise echt unmöglich. Tja, machen wir jetzt. Machen wir noch die letzte Map mit Kraftakten oder versuchen wir es nochmal an der letzten mit dem Fokus jetzt? Versuchen werden wir es jetzt nicht. Noch nicht. Das reicht einfach noch nicht. Ja. Mhm. Ach, gut, dann machen wir das Tor mit Kraftakten. Ach, das Tor war das erste, wo ein Boss drin war auch, ne? Boah. Mhm. Mhm, oh Gott. Das wird spannend. Das Tor war schon im Normalmodus so ewig lang. Ich hoffe nicht. Ich hab halt auf die Uhr geschaut, ist auch super, yay. Yep, ich auch. Ach komm, das geht aber, hier können wir super planen. Wir praktisch irgendwie trotzdem dagegen. Ich nehm Simo. Einfach weil. Okay. This will work nicely. Hatten wir die Map nicht sogar mal verkackt? Ja. Hatten wir mal, ja. Oh Gott. Weil wir einfach nur selten nämlich einen Meter hatten. Not enough tower bases. Ach genau. Das war's schon. So, Upgrades für Simo. Was passt da wohl am besten? Durchschlagende Geschosse. Weiß nicht. Ja, doch. Eigentlich schon. Weil der sowieso auf Schwachstellen zielen musst. Toll. Ja, aber ob da wirklich immer ein Gegner dahinter steht, ne? Eben. Kommt drauf an, wo man steht. Also zumindest jetzt hier an der ganz langen Lane am Anfang. Wenn man sich dann hier oben auf die Kisten stellt, doch, das geht gut. Also, dann spielt er aber auch die meisten Gegner haben vorne leider keinen Schwachpunkt. Beziehungsweise eben von hinten, dann laufen sie auch wieder zurück. Wir haben das so aufbauen wie letztes Mal. Ist ja eigentlich, wie faszinierend das ausschaut, dieses Gyroskop oder was das auch immer ist, beim Kern. Ja. Wisst ihr eigentlich, wie besonders ist, dass wir jetzt gerade mit der Endmap gelernt haben, dass dieses ganze Gyroskop-Kram-Teil außenrum nur zur Schau ist? Ja. Also ich nehme Phoenix auf jeden Fall. Schaut voll faszinierend aus. Soll ich einen stabilen Kern wieder nehmen? Ja, wenn wir den nicht haben, klar. So, jetzt kann ich entweder Schwachstellen-Schaden erhöhen oder... Ich glaube, ich mache einfach erhöhten Schaden an Schwachstellen um 45%. Weil ich meine, ich muss ja eh auf Schwachstellen schießen. Jo. Okay, was brauchen wir an Türmen? Nur Fokusse. Nein. Wenn überhaupt Foki, aber... Foki? Foki, ja. Hört sich an wie ein japanischer Name. Foki? Wer ist nicht ja Fuji? Nein, Foki. Von Aussprache her meine ich. Hab mir lieber Wehrdienstleisten da, du bist doch schön winzig. Ja. Bist du verdammt groß. Ah, dieses Matschgeräusch, wenn man auf Wehrpflichtige rumstampft. Doppelpunkt, Klammer zu. Wow, also eine Sache, die Simo echt nicht kann, ist hüpfen. Ja, hast du dir den von außen mal angesehen, was der für dünne Stelzen hat? Natürlich kann man mit denen nicht hüpfen. Die Laufanimation, also das Laufgeräusch ist einfach so geil. Ja. Eben, weil alle anderen hecheln so und wir haben einfach so ein kleines Fiepen. Ja, wir haben ein paar Modular Power Suit.
klein wenig, wenn du hüpfst. Stück weit. Ich sehe gerade, da oben steht auch noch ein Wehrpflichtiger auf dem Dach. Hm? Kommt man da irgendwie hoch? Ja. Irgendwas macht hier hinten drüber, meine ich. Wenn man da hier da wieder eine Barriere trifft. Nicht auf das Dach. Nicht auf das Dach. Das, wo der Wehrpflichtige drauf steht, hier hinten. Hier, steht auch, hier stehen auch zwei Wehrpflichtige drauf. Ich weiß, aber den meinte ich ja nicht. Die weiß ja jeder. Da. Ventilatoren haben wir noch nicht, ne? Nö. Ach komm. Könnte ich mir da jetzt nicht wirklich was vorstellen. Ich meine, ich muss ja trotzdem da oben rauf, weil das wichtig ist, einfach. Was müssen Sie mir jetzt gerade vielleicht? Ja, machen wir erstmal. Ja, danke. Das ist Maskeräusch. Geil, hat das da so viel leichter, die kann hier mehr oder weniger praktisch einfach so hochhüpfen. Ach komm, jetzt hüpfe ich immer durch sie durch, ich will auch sie drauf. Okay, man glitscht auch durch da, man glitscht wirklich, das deutsche Glitschen. Dann über die Wehrpflichtigen und wieder runter. Ja, könnten wir aufhören, Scheiße zu bauen, vielleicht. Theoretisch käme man da, glaube ich, hoch, allerdings kriege ich Schaden, habe keine Flugkoordination. Weil da oben ist nur eine kleine Kante, müssen wir mit dem Baum drüber. Käme man da auch hin. Aber in der Sky oder Rimscore. So, können wir dann. Nein, wir haben noch keinen einzigen Turm. Das war meine Aussage. Achso, okay. Affe. Das ist quasi ein Laser. Und es passt exakt. Kanonenturm. Raketenturm. So. Mach doch mal. Ehrlich? Gauss. Es ist dein Geld, ja. Wir müssen halt dran denken, dass wir das so machen, dass wir dann dem nächsten Abend da drumherum. Nein, nicht dahin. Dass wir den nächsten Abend drumherum platzieren können. Hm. Das wird eh kacke, wenn wir das nicht umbauen können. Ja, heißt praktisch, hier kämen dann die Amp demnächst hin. Ja. Das wird richtig kacke, weil wir das nicht umbauen können. Da sind die Türme jetzt eigentlich schon voll platziert. Die Frage ist jetzt, ob wir reparieren können. Das würde mich nämlich eher stören, wenn das nicht geht. Was? Ne, die kaputten Türme reparieren. Ah. Egal, werden wir dann sehen. Eben. Ja, Markus, pump mal hier den Raketenturm nochmal auf. Du kannst von mir aus dann noch irgendeinen Fokus hinsetzen. Essen zwischen die beiden. Treff ich das von hier? Nein, schade. Ich stehe gar nicht mehr so gut hier, wenn ich hier stehe. Weil ich die auf der ganzen Längsstrecke nicht erreichen kann. Du hast bei mir noch 95 Geld. Hab ich auch. Und ich habe keine Intention, sie irgendwo reinzupacken, weil das keinen Sinn macht. Doch. Auch wenn du kein Upgrade hast, ist es ja Schaden und so weiter. In diesem Fall vom Fokus. Ich hab wahrscheinlich immer noch keinen Phoenix drin, kann das sein?
Nee, warum? Der ist doch nutzlos. Ich sterbe nie. Bis du dann stirbst. Und dann stirbst du. Ja, und dann ist halt Ende. Dafür, dass ich 90% der Zeit das brauche oder nutzen kann, das was am Kern. Andersrum. Was wie was darunter? Ich weiß halt, wie ich ausweichen muss. All clear for now. Ich habe einfach mal problemlos am wenigsten Schaden gemacht. Weil ich einfach echt die Schwachstellen nicht getroffen habe von den Viechern. Lass mal überlegen, wenn jetzt. Ne, die kommen von beiden, okay. Ja genau, mach mal da einen von der von den Ausgängen zu. Natürlich. Noch zwei Plattformen, so ist nicht, ne? Was mache ich denn die hier auch noch zu? So. Fokus ist voll. Na dann. Was bauen wir als nächstes? Warum kann ich das? Hä? Was? Das wird mir blau angezeigt. Normalerweise wird es doch rot angezeigt, wenn es Weg blockiert. Setz einfach hin. Man, ich sehe es ja auch blau, komischerweise. Geht nicht, die sagt, I can't build there. Glitch. Schon wieder. Na wohl. Warte. Ja genau, mach mal hier hin und dann die Amp drauf. Noch ja. Einen weiter. Ich bin schon ziemlich müde. Wieso? Es ist doch erst 14:45. Weil mein Rhythmus anders läuft. Also brauche ich eigentlich 30 Geld wieder her. Vielleicht nur übrig kann sein. Muss mindestens auf 3 sein, damit es trifft. Danke. So, tada. Dann packe ich den Rest auch noch mit rein. Da.